Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zu einem weiteren Pokémon Online-Kampf. Diesmal gegen Florax, der benutzt ein Marshock, ein Pikachu, und zwar das Röcker-Pikachu, Latias, Schwalbos, Kyogre und Gyarados. Ich habe Panzerung, Felinari, Knacker, Gengar, Despotar und Logok benutzt. Und ich würde einfach mal sagen, wir springen direkt rein in diesen Kampf, den ich eigentlich sehr gelassen entgegensah, weil ich habe bis auf Kyogre jetzt nicht wirklich ein Pokémon gesehen, was da wirklich große Gefahr birgt. Er fängt an mit der Mega-Entwicklung bei Panzeraeron, sprich Drache, Pflanze. Bei einem Pokémon bei mir, was gegen Pflanze und Drache sehr, sehr gut aushält und gerade physisch mache ich ihm durch Bäumen ja mehr Schaden als er mir. Eigentlich war von ihm eine Auswechsel. Vielleicht Kyogre mit Donnerblitz. Oder irgendwie sowas. Da kommt ein Trugschlag. Okay, das macht noch weniger Damage. Und ich führe ihn natürlich weiterhin Damage zu mit diesen letzten kleinen Bäumen. Ja. Und wir legen dann auch als nächstes mal eine Runde Stachel. Also es waren eigentlich nette, chillige Runden für mich, wo ich eigentlich schon sein gesamtes Team, ja, dementsprechend schwächen konnte. Kreuz wäre auch nicht besser. Also natürlich, Laubkling ist natürlich am besten, hat den höchsten Angriff, kriegt Step drauf, aber natürlich gegen Panzerung muss man austauschen. Wie gesagt, ich hätte hier auf Gyarados getippt, auf Kyogre getippt, was dann noch drei oder vier Züge zu spät kam. Ja, weil jetzt sind schon die Steinchen draußen und Skachler ist draußen. Gut, jetzt kommt der Niesel. Kyogre sollte mal mit Donner spielen, weil durch den Niesel auf jeden Fall hundertprozentige Trefferquote. Ich lege meinen nächsten Schachler und bin damit eigentlich schon durch mit Panzerung. Panzerung hat seinen Job erledigt. Jetzt, was setze ich gegen Kyogre ein? Kyogre ist speziell Flinara, ist hier die beste Wahl. Da kommt die Ursprungswoge raus und die schreckt meinen Felinari relativ gut weg. Gute Spezialverteidigung, viele KP sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Er hat ihn zurückgerufen. Ich hätte es darauf ankommen lassen, auf Schwalbos. Flug-Pokémon. Ich habe, ich weiß nicht mehr, was ich genau habe. Jetzt bekomme ich den Mundschrauber habe ich ausgespielt, genau. Das hätte ich, glaube ich, auf Dauer hätte ich das gewonnen mit gegen Kyogre. Aber der Wunschtraum geht auf jeden Fall in Erfüllung, weil ich glaube nicht, dass Schwalbos mich erledigen würde. Auch noch die Tatsache, dass ich ein Schutzschild eingesetzt habe, damit ich den Wunschtraum auf jeden Fall durchbekomme. Da kommt einer Aero. Sein Team ist einfach ein Standard-Team, wie man die Pokémon-Liga schafft. Aber für Online-Kämpfe ist einfach, ja, für mich zu einfach. Ich wechsle wieder aus und diesmal auf Gengar. Mein spezieller Angreifer, der sein gesamtes Team durchmaschen wird. Denn das ist mein Mega-Pokémon. Der Regen lässt nach. Und da sehen wir es auch schon. Mega-Entwicklung mit Gengar. Damit wir es auch mal sehen. Hier ist Mega-Gengar. Mega-Gengar sau schnell. Spezialangriff. Unendlich hoch. Es kann ein Donnerblitz. Das ist ein One-Hit-KO gegen Schwalbos. Schwalbos Verteidigung. Beziehungsweise auch Spezialverteidigung ist jetzt unterirdisch schlecht. Mashok. Ein Kampf-Pokémon gegen Geist-Pokémon. Finde den Fehler. Gut, Mashok hat er hier noch nicht gehabt, hat es noch nicht getauscht. Und auch nicht hier DV oder IV, glaube ich, trainiert. Eine Matschbombe mit Step drauf ist das auch ein One-Hit-KO. Weiter ging es dann mit Latias. Latias vielleicht ein bisschen gefährlicher. Aber dadurch die Tarnsteine eigentlich weniger gefährlich. Ein Spukball-Step drauf, hoher Spezialangriff, reicht auch gegen ein Latias. Ob es jetzt gegen ein Latias reicht, mit vollen IVs auf Spezialverteidigung oder mit einem Pluswesen auf Spezialverteidigung, kann ich nicht beantworten. Ich glaube, da wird es, glaube ich, nicht ganz reichen. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand von mal ausrechnen. Pikachu, kein Problem, kriegt auch einen Spukball ab. Und da bleibt, glaube ich, noch ein Pokémon übrig. Genau, Kyogre ganz zum Schluss. Das werde ich, glaube ich, mit der Matschbombe. Das war der Kampf dann auch schon. Relativ schnell. Vielen Dank für den Kampf. Wenn du einen Kampf willst, schreib's auch in die Kommentare. Zwei Aufnahmen habe ich noch. Mit Kämpfen.
Wenn du der Erste sein willst, der mein Team besiegt. Ne, der Zweite sein möchtest, der mein Team besiegt, dann. Tja. Zögere nicht, fordere mich heraus und tschüss. Ah ne, Gewaltruf fehlt doch. Gewaltruf, Entschuldigung. Gewaltruf habe ich ganz vergessen. Das kriegt eine Matschbombe noch ab. Sorry. Sorry, Matschbombe und tschüss. Aber wie gesagt, ich warte auf die nächsten Herausforderungen. Oder wo du auch mal stehen willst, kannst du auch mich gerne herausfordern. Aber jetzt sage ich endgültig. Ciao.